Ich sehe mich als berufen, dass ich den Leuten einfach die pflanzliche Kulinarik ein bisschen näher bringe. Lauren Wildpols hat vegane Ernährung zu ihrer Mission gemacht. Will genau wissen, woher kommt, was sie isst. Gemüse und Kräuter kauft sie vom örtlichen Bauernhof. Vegan galt bis vor kurzem noch als schrullig. Inzwischen ist es ein Trend. Kritiker behaupten, Veganer seien genussfeindlich und moralisierend, zu ideologisch, fast schon religiös. Die meisten Veganer aber wollen Missständen etwas entgegensetzen, rund um die Ernährungsindustrie. Auch mit ihrem Kunstprojekt Dreckskekse geht es Wildpols um Alternativen zu unserem traditionellen Speiseplan. Zeit für die erste Geschmacksprobe. Ja, das ist gut. Es handelt weniger, oder? Mhm. Aber es tut noch. Wildpols will beweisen, Nahrung aus Erde, die sie hier zusammen mit einem Biobäcker entwickelt, kann eine Option sein.